ここのルールに従ってもらおう。So, hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen. Es geht wieder los mit Genshin Impact. Hallo. Oh. Ganz kurz überfordert, weil ich gerade eine Nachricht bekommen habe. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's super. Und wie ihr seht, heute geht's mit Genshin weiter. Es tut mir leid für die Verspätung heute. Hat sich alles ein bisschen verzögert, aber jetzt bin ich da und es geht los. So. Heute ist es unglaublich warm draußen. Deswegen habe ich gedacht, keinen besseren Zeitpunkt als heute das Hauptstory-Quest zu machen und in die Wüste zu gehen. Wir haben tatsächlich 22 Grad mit Sonne draußen. Es ist so heiß. Ich musste mein Pullover ausziehen. Ich war trägerlos draußen. Nur mit meinem Kleid, Strumpfhose, Unterwäsche. Und trotzdem war mir warm. Unglaublich. Jacke ausgezogen, Pulli ausgezogen. Total schön. Bisschen genossen. Deswegen auch die Verzögerung. Ja. Ja, auf jeden Fall 22 Grad heute. Ich sehe gerade, morgen soll es nochmal 22 Grad werden. Dann. Und die nächsten Tage sollen eigentlich recht schön werden. 22, 17, 19, 18, 17, 17, 18 Grad. Was will man mehr? Traumhaft. So wünsche ich mir den Herbst. So, jetzt habe ich gerade meinen Sound so leise gemacht, dass ich selbst nichts mehr höre. Ja, ich bin auf jeden Fall wieder da. Jetzt wollte ich trotzdem meinen Stream Manager starten. So, Stream Manager da. Jetzt brauche ich noch meinen Chat. Jo, Mia, hallo, wie geht's dir? Ist das Wetter bei dir auch so fantastisch? Versuche gerade mein iPad zu aktivieren, aber es will irgendwie nicht. Ich tippe zu schnell meinen Code. So, jetzt aber. Unfähig. Unglaublich. So. Jetzt geht's los. Tada! Viele Käfer hier. Was für Käfer? Die Skarabäus-Käfer? Ich habe genug vom Käfersammeln. So, viele Käfer. Käfer habe ich Gott sei Dank keine gesehen. Es ist einfach nur super warm. Aber echt cool. So, gut. Wie gesagt, ich möchte heute mit der Hauptstory weitermachen. So. Rote mit schwarzen Flecken an der Hauswand. So, so Feuerwanzen. Nehme ich mal an. Ein Marienkäfer, glaube ich. Marienkäfer. Ja. Für die Jahreszeit. So, ah, wir müssen da in ein anderes Gebiet rüber. Gut. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte. Heute geht es weiter mit der Hauptstory, endlich. Und ich, wie man sieht, wir sind genau am Rande der Wüste. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt endlich mit der Story in die Wüste kommen. Und vielleicht schalten wir sogar die unterirdischen Gänge frei, obwohl es jetzt eigentlich wurscht ist, weil... Eigentlich haben wir jetzt genug Käfer schon. So, ich mache mich ein bisschen kleiner, damit ihr was seht. Geht mich zur Seite, weil es wird Story kommen. So. Kamera ausrichten. Nachkalibrieren. Mhm.
Gut, falsche Richtung. Allerdings wird. Ich habe mir heute am Vormittag ein bisschen Zeit genommen. Einerseits, um meine YouTube-Videos weiter vorzubereiten zum Hochladen. Was noch weitere Jahrhunderte dauern wird. Weil irgendwie dauert es einfach Jahre. Vor allem bei den Videos, die ich noch trennen muss oder sowas, das dauert Ewigkeiten. Ich meine, ich könnte sie runterladen, auf den PC schneiden und dann hochladen, aber ich habe das Gefühl, es dauert fast genauso lang. Die andere Hälfte der Zeit habe ich mir Zeit genommen, meine Waffen zu schlichten und teilweise zu leveln. Yay! Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles gelevelt habe. An den Waffen. Ja, ich habe jetzt inzwischen mich entschieden. Genau. Dongli hat jetzt Black Tassel bekommen mit dem HP-Bonus. Das habe ich immerhin auf Level 80 bringen können. Das habe ich noch gelevelt. Ich habe irgendwelche Waffen irgendwie. Da bin ich noch nicht so ganz sicher. Ja. Ich habe alles irgendwie ein bisschen umgestellt und umgeschlichtet. Und ein paar Waffen gelevelt. Ja. Das habe ich auf jeden Fall heute noch am Vormittag gemacht. Schauen wir mal, ob das alles so funktioniert. Artefakte hin und her geschoben und gelevelt. Das Übliche halt. Eigentlich haben wir hier nie mit den Leuten geredet. Oh. Sagt sie das Sino ins Gesicht. Na gut, schauen wir mal, wo wir hingehen müssen. Rollmäßig. Ich möchte gerne die Story weitermachen. Wo müssen wir hin? Okay, wieder runter. Falscher Weg. Ja, ich möchte auf jeden Fall die Story weitermachen, damit ich endlich die Bounties und so freischalte. In die Wüste. So fröhlich. Ich habe ihn gesehen. Come on, follow me. Aus dem Nichts. Hinterher. Fangt ihn. Lass ihn nicht entkommen. Der Abend. Das, wenn es in den Cutscenes immer so finster ist. Mein Sonnenuntergang ist schön, aber darüber hinaus, wenn es so finster ist. Besser tagsüber. Ich hoffe, er ist nicht zu weit weggerannt jetzt. Einen halben Tag stehen lassen. Der Arme. Ah na, er läuft nicht. Er hat auf mich gewartet. Der Lieb. Ja, warte auf mich. Herr Leighton! Wenn wir verfolgt. Weg bin ich.
Wir werden immer verfolgt, wir sind halt so beliebt. Danke. Deinen lustigen Kopfhörern. Nicht, was er für Musik da hört. Aber ist der Soundtrack eh so gut. Der hat keine eigene Musik hört. Ich bin albern. Ich lass es lieber. オルモス校で別れてから、教練員に行くって言ってたよな。いや待てよ。お前もしかして、オイラたちを捕まえるために教練員が送ってきたわけじゃないよな。 Tada! So. Habe ich wieder alles eingestellt. So. どうやら教練員と揉めているようだな。遅かれ早かれこうなるとは思っていたが。 Was soll das heißen? Sehen wir so verdächtig aus? 俺が君たちを捕まえようとしているのなら、今頃君たちはとっくにエルマイト旅団の手に渡り、俺が手柄を立てるのを指を加えて見ているだけだったと思うが。 Das ist wohl wahr. それもそうだな。賢者のプロジェクトを手伝うのは俺の課題じゃない。学者として俺は研究実践を追求する派だ。 Aha. Okay. Wenn er das sagt. You were actually looking for me? Jetzt gerne meine Party kommen. So you wake. いまだに神の缶詰知識を追っているんだが、あいにく行き詰まっていてな。神の缶詰知識は砂漠地帯からオルモス港に流れ込んだと言われているが、もっと深く探るには出所を突き止める必要がある。それと君に興味を持っている理由、それは。オッケー。以前 アフマルの目のボスが君の前で神の缶詰知識を使った時、君は彼の様子を見て複雑な表情で深く考え込んでいただろう。オッケー。俺が思うに、君は何かしらの情報を隠しているはずだ。それについて話してくれないか。 Was ich verberge? Was verbirgt er vor uns? Bitte. Alles ein bisschen kompliziert. Soka. Das kann ich auch mal Kyorein und Monosakana. Tachibatechni und Kekai sind nur Kemme to Yerda. Immerhin akzeptiert er es. Daga Sknaktamo. Kimi war das kann ich Nanika aus Stil. Soda. Ob ich nicht so an. Fühl mich bedroht leicht. Kamawanai. Chokses kotai o morau yori. Ore wa jibun de chousa suru hou ga suki da. Tokoro de. Kimi tachi mo sabaku e ikitakatta no ka?
Ab in die Wüste. あ、お前と同じだ。でも、これといった目的地はまだないな。なら、まずはアール村に行くといい。あそこは砂漠で最大の集落だ。情報も資源も多い。どうだ？一緒に行くか？ Ja, komm mit. 知ってる人が旅の仲間になってくれるのっていいよな。それじゃあ行こうぜ。 Ist ja groß. Die Ansicht von oben. Hier in dem Dorf noch gar nicht umgeschaut, im anderen übrigens auch noch nicht. Oh Gott. Sudi. Ich glaube, so viel gibt es hier auch gar nicht zu sehen. Das ist relativ klein. Das können wir uns irgendwann immer noch anschauen. Ups. Na gut, dann auf in die Wüste. Ups. Yay. Na gut, die Wüste kennen wir eh schon ziemlich gut jetzt. Den wir stundenlang nach den Käfern gesucht haben. Oh, wird eventuell noch meine Party umstellen. Oder auch nicht. Eigentlich ist egal. Wie schon so viele von den Pilz-Items. Muss man meinen Dendro-Traveler leveln irgendwann, früher oder später. Aber bis dahin hol ich einfach Colli. Zen und Colli gehören halt zusammen irgendwie. Auch wenn es nicht... Oh, ist ja eine Schatzkiste. Ja, wenn die schon auf dem Weg ist, dann holen wir uns die auch. Hallo. Probieren wir gleich mal, was Zhongli mit der 3-Sterne-Waffe drauf hat. So. Ich glaube, so viel weniger Damage macht er gar nicht. 24.000 ist nicht die Welt. Tada! Ein paar von den normalen Items droppen die Pilze ja auch trotzdem. Tada! Okay, einfach dem Weg folgen. Inzwischen, wie gesagt, ist mein Sino Level 90 und von den Talenten 6, 8, 9. Erst dann fleißig Talentmaterialien gesammelt. Deswegen, es wird. Ich hoffe, Nahida wird dann ein cooler Supporter für ihn. Das wünsche ich mir zumindest. Bin übrigens ein bisschen am Überlegen, wie ich jetzt weiter vorgehe mit dem Puls. Ich habe mal ausgerechnet, ich habe jetzt gerade aktuell außer mein super Sparvorrat habe ich jetzt 201 Puls inklusive Titi. Das heißt, egal welchen Charakter ich als nächstes möchte, ich bekomme ihn fix. Jetzt ist nur die Frage, soll ich mir Nilo holen? Ja, nein. So ein bisschen durchgelesen, was die Leute halt von ihren Skills her jetzt
glauben, was gut funktioniert. Dann Teamkombinationen. Und ja, bei Nilo scheint es relativ spezifisch zu sein, in welchen Kombinationen man sie spielen kann. Eigentlich eh nur in Blumenkombinationen durch die Special Cores, Dendro-Cores, die sie machen kann. Alles andere macht bei ihr keinen Sinn. Oder kann man schon, aber ja. Und Polen ist halt Doppeldendro, Doppelhydro. Und vor allem halt mit Kokumi zusammen. Alternative wäre dann noch Barbara. Da ich Kokumi nicht habe, Barbara nicht so die Lust. Dann die nächste Frage. Ich habe kein Schwert übrig. Es ist im Grunde alles an Schwertern verbraucht. Außer Blut. Und ich hätte noch Albedos Schwert. Dann habe ich überlegt, ja, ich könnte mir Albedo holen. Will ich ihn nicht? Er würde in relativ viele Teamkombinationen gut passen. Oh, oh. Jetzt. Oh. Oh. War das? Schwarzer Schatten ist. Oh. Oh, oh. Okay, das war cool. Ich meine, ich habe die Szene eh schon mal gesehen. Ich habe sie schon online gesehen. So cool. Aber sie sollen nicht kämpfen, sie sollen sich vertragen, bitte. Beide so cool. ふん。 Lieb sein. Bitte, nicht streiten. Und niemanden verwunden. Hat er das herausbekommen, dass er die Kapsel eingesteckt hat? Oder hat er geschummelt irgendwann? あくまで君個人のやり方に過ぎないと思うが。 Was ist das für ein Blick? Ja, Kyōrei-in no Mahamatora-tachi no Toppu. Dai Mahamatora no Seno da. Gakujutsu-hanzai no Ryōiki ni oite. Kare wa daremo ga osoreru hunter sa. The ultimate nightmare for any who have committed academic crimes. Ich stelle mir gerade vor, so, bist an der Uni, schreibst deine Arbeit über irgendwas, vergisst ein Zitat und dann plötzlich aus dem Hintergrund kommt Saino und haut dir seinen Stab über den Kopf, so, du hast dein Zitat vergessen. Oder so. Oder weiß nicht. Du hast im Kanji-Test geschummelt. Buff. Nein, ich habe sehr fleißig gelernt.
Und hab das ganz alleine geschafft, ohne Schummeln. Ja, und ich würde es wieder tun. Otherwise, there will be consequences. Okay. Was hat er gesehen, was ich nicht gesehen habe? お前が隠している神の缶詰知識を渡してもらおう。それとも俺の助けが必要か? Okay. Ich sag nichts. さすがはマハマトラ。 Was mit der Kapsel, wo auch immer du sie versteckt hast. Okay. Wo auch immer jetzt die Kapsel versteckt hatte. Umin ist angepisst. Ist voll angelogen. Ich verzeihe trotzdem. どうりでそんな自信ありげに話していたわけだ、セノ。だが一つ気になる。これは君にとって何を意味している?それに君は、強霊院の大マハマトラであるにもかかわらず、単身で砂漠に来た。 Ja, gar nicht in der Wüste, wir sind in dem Dorf, bitte. Ganz alleine sind wir auch nicht. 俺が知る限り、マハマトラたちまでもが、 皆君の失踪の話をしている。まさか他人には見られたくない任務でも行っているのか? Hey, jetzt nicht die Karten umdrehen. Du hast das Ding geklaut. 仮にその任務のターゲットが俺だったとしよう。それでも君は権力と資源を使って強霊院で俺を採決できたはずだろう。 Okay. やはりお前は厄介だ。そんな。どっちも信用できないみたいだぞ。どうすればいいんだ。すごい、まあ、トッツンバイだ。お。だいぶ盛り上がっているようだな。二人とも。いや。お、え、デシア。なんでここにいるんだ? Lumin ist glücklich. Wir halt kämpfen, wenn sie es unbedingt wollen. Ah, tatsächlich. Kyorei-in-no-omono-2人がまたやり合ったりしたら Sie steht dann daneben und feuert sie wahrscheinlich noch an. Zumindest in der Wüste, in die Wüste und kämpft dort. Oder um sein Zili. Also? Oi, oi. Antara, atashi no hanashi ga kikoenakatta no ka?
Ich glaube, sie haben nicht zugehört. Wind, wusch. Ist das Venti am Werk? Haltet Paimon fest, sie fliegt weg. Candace! Die alle kommen vor. Ah, alle kommen sie vor. Das wollte ich eigentlich sagen. Voll cool. Candace no koe ka. Oi! Kyōrei-in no yatsura wa nōmiso ga tsukaenai no ka? Ayaku iku zo. So, kurzer. Was wollte ich sagen? Kurz mal Frieden und dann. So, sawaguna. Top Yelling. Das ist aber nett. Sein Gespräch ist er ja nicht. Wo bleiben die lustigen Witze, von denen man immer hört? Seine nicht lustigen Witze. Oh, die beiden sind so cool. Ich will beide in meiner Party haben. Okay, dich hier ist auch cool. Keiner kann sich leiden. Das ist ja fantastisch. Irgendwie schon. Oh mein Gott, die Szene ist einfach zu gut. Hallo, der Raum ist eh riesig, bitte. Ich meine, ja, für alle zusammen ist natürlich ein bisschen blöd jetzt, dass alle eingesperrt sind zusammen, aber der Raum ist trotzdem riesig. Es gibt sogar Obst und Teppiche und alles Mögliche. So hübsch. やっと助けたが来たぞ。おいらはパイモン。あえて嬉しいぞ。お前がおいらたちをここに連れてきてくれたおかげで助かったぜ。ありがとな、キャンディス。ありがとう。災いを前にした時、助け合うのは当然のことです。どうかお気になさらず。わあ。この姉さん、すっごく優しいな。本当。 Was für eine lustre Gruppe. Alle so cool. Schaut euch die Melonen an, wie riesig die Melonen sind da. Wow. Sind doppelt so groß wie Paimons Kopf. Wenn nicht noch größer. Guardian として. 村に影響がないことを確認するためにも、実は砂嵐がやってくる前から遠くであなた方の衝突を見ていました。しかし今、あなた方はRむらにいます。脅威を排除するのが私の責務。Noch immer fasziniert von seiner Augenfarbe. Speziell. Krummel, krummel im Hintergrund. Die sind so cool, ich liebe sie alle. Charaktere sind so cool. Doka, sochukuni shikkari to hanashiatte kudasai. Otagai e no teki o nantoka keshi saremasen ka? Na komm, sprecht euch aus und dann sind wir alle wieder Freunde. Kono yane no shita de, moshi mada arasou o to suru mono ga iru nara,
砂嵐の中の獣たちにもてなしてもらうほかありません。Was für eine Drohung. Oida, 宣言撤回するぞ。あなたも例外ではありませんからね、リシュ。お返事は？ Okay, okay, verstanden. わかったよ、キャンディス。いいでしょう。では、どなたから話をなさいますか？ Da, bitte. Fangt an zu reden und vertragt euch. 一応、私は止めに入った身だ。やり方がちょっと過激だったのは認めるがな。先に、教練員の二人が話をしたらいい。Ist wahrscheinlich am besten, weil du willst keine Ahnung haben, worum es geht. あれって止めようとしたって言えるのか？ Danke, Paimon. Ich esse jetzt unroten Nagellack mit Farbverlauf anscheinend. Dann spuck aus. Aruhaizen war.強霊院のマハマトラたちですら俺の居場所を知らないと言ったな。だがそれは決して人に見られたくない任務をやっているからじゃない。Okay. 俺は自己追放を選んだんだ。え、自己追放？以前俺は強霊院のプロジェクトの企画と実行を記録する資料に余白があるのを見つけた。しかしそれらのデータは明らかに現実の進捗と合わないものだった。あは。大マハマトラとして俺にはそれを照合する責任と権利がある。だがその部分を担当していたのはあろうことか大賢者アザール本人だと分かったんだ。あは。あ、照合申請を出す前、俺は秘密裏に数々の調査を行った。だが手がかりや物証になりそうな一切のものは全て巧妙に俺の視線を避けていた。やがてあいつらが最初から意図的に俺を警戒していたことに気づいた。そして案の定俺が照合申請を出すと大賢者は拒否した。それだけじゃない、こう言ったんだ。大マハマトラの権力は賢者によって付与されたものだ。お前には我々を審判する権利はない。Meinen Sie, sie kommen ungeschoren davon, nur weil sie die meiste Macht haben? Wahrscheinlich. Wie so oft. つまり、やはり裏があったらしいな。その時俺は気づいた。大賢者からすれば、マハマトラなんて。賢者たちの知識を束ねるための道具に過ぎないってことに。マハマトラの最初の誓いや、ここまで固く守ってきた原則、それは今の教令院において全く意味がないんだ。うん。ああ、その一件を理由に教令院を脱出した。賢者たちが俺に対して行動を起こす前に、これが一番賢明な判断だったと思ってる。おかげで奴らの監視の目を逃れられたしな。え、No? 俺はこの件の調査を絶対に諦めない。それに他人から権力を付与される気はない。俺は俺の名のもとに審判を下す。おお。Er nimmt das Recht in die eigenen Hände. Seno. Oira tachi mo Kyōrei-in no Kenja o shirabeteru nda. Onaji tachiba mitai da zo. Oh. Hallo, Hidden Sage Leaf. Willkommen und danke fürs Follow. Sore ni, ima wa mo Dai Mahamatora janai nda ro?なんだかあんまり怖くなくなったぜ。Okay.
seinen Posten aufgibt, Wahnsinn. Aber wie gesagt, irgendwie auch verständlich. Weil er die Kapsel geklaut hat. アルハイゼンが賢者と面談しているのを見たからだよ。 Immer noch cool. Voll fasziniert. 賢者は アルハイゼンに金髪の旅人を調査するよう言っていた。 そうだな。 アルハイゼン。 Aha, aha. Weisen haben ihn beauftragt. そしてその任務はプロジェクトと同様にどこの記録にも残されていない。それに加えて、お前は神の缶詰知識と関わりがある。そろそろ説明してもらおうか。Bitte alles genauestens erklären. その件は認めよう。俺は確かにこの旅人の調査任務を引き受けた。 Aha. Woher wussten die, dass ich überhaupt da bin? アルハイゼン、お前。何しろその任務の見返りはどんな学者でも断ることができないほどのものなんだ。任務が終わったら神の知識を見せてやる。そう賢者は言った。 Okay, die haben ihn mit Wissen geködert. 確かに、とてつもなく魅力的な条件だ。 Verständlicherweise hat er das angenommen, oder was? だが惜しいことに、教令員のものは俺のことを分かっていなかった。え?大賢者は話の中で、一つ重要な情報を漏らした。神の知識が実在するということだ。それさえ分かれば、俺にとっては十分。Seine Antenne. Okay. So lustig, die eine Strähne. 俺からすれば賢者はそこまでの信頼には値しない。考えてもみろ。神の知識をそう軽々しく他人に報酬として約束するなんて、いささかおかしな話だと思わないか? Schon ein bisschen seltsam, ja. Aber vielleicht haben sie das auch einfach nur gesagt, um ihn zu ködern. Muss ja nicht stimmen. Nur angelogen. だから、俺は神の缶詰知識という手がかりに従って。 独自に調査を展開した。結果的にこの判断は間違っておらず、教令員を信じなかったのも正解だった。もしこの一件で警戒を解いていれば、俺もあのアフマルの目のボスのように、人と正常に会話することさえできなくなっていたかもしれない。 Er ist so klein im Gegensatz zu Elhaven. ゲティングラードマイ。それってつまり賢者たちはもともと普通の人を狂気に陥れるあれらの知識を使ってお前を処理しようとしてたってことか。もともと俺はすでに調査任務などには全く興味がなかった。ただ教令員をあしらうために オルモスコーで旅人の出現を待つと言ったんだ。だが、神の缶詰知識を追っている途中で思いがけず偶然ターゲットに出会ってしまったのさ。犯罪者が最もよく口にする言葉が偶然だ。Alles nur Zufall oder nicht? Das ist die Frage. だが、旅人と偶然出会ってもなお、俺に 教令員に協力する意思は全くなかった。君たちも覚えているだろう。当時俺があのタバーンを離れた時、君たちは自分から俺を追ってきたんだ。Hätte ich auch sonst machen sollen. そうだな。アルハイゼンは キャラバン宿駅でもオイラたちを助けてくれたし。もしそれでも気になるようなら謝ってもいい。
okay. Darfst dich entschuldigen.君たちに内緒で神の缶詰知識を取っておいたのは、その存在が危険すぎると主観的に判断したからだ。はっきりとした研究結果が出るまで誰にも接触させない方がいい。何しろ好奇心はこの国で一番危険なものだからな。アルハイゼン書記官、お前は好奇心が 自らをも疑惑と危険に陥れることをよく知っているはずだ。俺の質問に答えろ。賢者たちは計画の内容をお前に話したのか？すでにはっきりと話したつもりだったんだが、今の俺は君と同じく教令員が重点的に警戒する対象となっている。言うまでもないと思うが。クールアンシグナル。 Da steht er genau. Okay. Das reicht mir schon, mal für den Anfang. Okay, das ist süß. それで? Lishia, あなたの番ですよ? Bitte, du bist dran. Hat sie überhaupt was zu sagen? Ah,悪いな. Boya-tachi-no-hanashi-ga-taikutsu-sugite-ki-ga-chitte-da. Okay. Oh, aber... okay, das ist sie. Atashi-no-ho-wa-itatte-kantan-sa. Tabibito-tachi-mo-shitte-iru-fuu-ma-ike-no-doni-azard-o-jo-sama-ga. 最近ずっと家で療養しててのは、やることもないんで、アール村に来てみたってだけだ。本当なら、キャンディスたちと感動的な再会をするはずだったんだが。まあ、わけのわからん二人が、わけのわからん喧嘩をしているのを見てな。ふつふつ怒りが湧いてきて、それで。 These two random guys. Random. それでですか。わかりました。確かにあなたらしいですね。それでは。おかえり。そうこなくちゃな。会いたかったぜ、キャンディス。 Ich wollte gerade sagen, Friede, Freude, Eierkuchen und dann auf einmal kommt ein komisches Geräusch aus dem Hintergrund. わあ、何の音だ。いや、ご安心を。もうお互い敵視もしていないようですし、皆さんはここで休んでいてください。砂嵐の中にいる獣は私が掃除してきます。オッケー。砂嵐の中に出没する獣か。ええ。 来てくださる必要はありません。砂嵐の中での戦いは現地で数年訓練を積んだ人でないとどうにもなりませんから。うん、安心してキャンディスに任せるといい。すごく強いんだぜ。風が止んだみたいだ。 Noch niemand hat die Melonen gegessen. Das. キャンディスがずっと帰ってきてないけど、本当に大丈夫なのか？いや、そんなに言われると私まで心配になってきたぜ。どうせここにいるのも飽きたし、行くか。この二人全く話さないしな。 Immerhin streiten sie nicht mehr. Ist ja auch schon mal was. Halt, wo sind sie hin? Oh. So, Sid. Mm-hmm.
Mal das genau anschauen. Ja. Und raus mit uns. Gut, wo müssen wir hin? 94 Meter. Ermin und Eif. Amis und Unsum. Asalei. Viele Leute. Mit niemandem gesprochen. Unifatz. War da nicht irgendwas mit dem Käse? Oh oh. Kann man jetzt Candice ausprobieren? ganz schön stark, ja. Frag mich nur, wie sie das gemacht hat. Sie kann nicht heilen, sondern nur ein Schild machen. Aber die können Corrosion machen. Kann man jetzt mit Candice, ich ja, El Haytham und Sino kämpfen? Yay! Man kann sicher mit niemandem von ihnen kämpfen. Traurig. Fies. Wird eh nicht so schwer sein, nehme ich mal an. Das war's schon wieder. Man kann natürlich mit niemandem von denen kämpfen. Und nicht mal mit denen, die draußen sind. Ich meine, ich habe sie eh, also von daher. え、誰ですか?さっきのスナーラシで怪我した人はいないな。え、誰ですか?えっと、この人は。おっと。悪いな。さっきは村のお年寄りと子供たちの面倒を見ててな。お客さんたちへの挨拶に来る余裕がなかったのさ。え?私はアール村の村長だ。アンプおじさんと呼ばれてるよ。アンプおじさん。 Wenn er weiter hinten steht, sieht er noch kleiner aus im Gegensatz zu Elaine. たまに地震が起こることもある。こういった異常な自然現象は以前村にしばらくいた調査員によると世界樹の誇張と関係しているらしい。 Aha. Okay, die Erdbeben und Sandstürme haben auch was damit zu tun. また世界樹の誇張が原因なのか。つまり世界樹の誇張は森にCTを作り出すけど
それが砂漠では砂嵐とか地震って形で現れるってことか。自然界のすべては世界樹と切っても切れないつながりがある。確かにこれらの局所的症状は世界樹の状態を反映している可能性がある。うん、アール村のみんなにも気をつけてもらわないとな。ところで今回私が帰ってきた時、グラマパラが一人もいなかったが、どういうことだ？グラマパラ？なんだそれ？キャンディスみたいなガーディアンとは違うのか？お前は好奇心旺盛だな。アール村の村人は教練員から追放された教学者を村の森人、グラマパラと呼んでいるんだ。Die, die rausgeworfen wurden hinter die Mauer. 彼らの多くはアビディアの森で修行した後、精神に異常をきたした学者たちだ。教練員は奴らの狂った言葉が他の学者の精神に影響を与えると考え、砂漠に追放した。まったくふざけた話さ。うん、ああ、我々も最近これについては調べてるところなんだ。村にいたグラマパラたちがなぜかみんな次々と姿を消してしまってな。 OK、 Kinder die verschwinden、 verrückte Wissenschaftler die verschwinden、 alle verschwinden auf mysteriöse Art und Weise、 だが彼らがどんな風に去ったのか見た者は誰もいないんだ。もし何日かこの近くにとどまる気なら気にかけてくれると助かる。 OK、 Wir werden uns umschauen。 俺は過去に奴らと接触したことがある。 Danke。 奴らのことについては俺が調べよう。そもそも彼らの追放命令を執行したのはマハマトラだろう。罪悪感に駆られ責任から解放された今の身分を利用して食材でもする気か。なかなか面白いメンタルをお持ちのようだ。皮肉を言っても無駄だ。もしお前に問題があったら、どんな身分でいようと俺はお前を処断する。フフフフフフ。お前さんは元大マハマトラ様だったのか。こういう調査には慣れていそうだ。どうかよろしく頼むよ。Natürlich helfe ich auch。それってハイパシアのことを思い出したからか。狂った学者たちは確かにかわいそうだよな。オイラたちも探すのを手伝おうぜ。でもこのセノってやつと一緒に行動して本当に大丈夫か。お前まだあんまり信じてないんだろう。Ein Krach im Hintergrund. Okay. Wollen ihn natürlich beobachten. 手伝いが増えるのはいいことだ。お前たちなら、俺についてた部下の何人かよりいい仕事をしてくれそうだしな。Wir werden unser Bestes geben, keine Sorge. まずは場所を変えて、情報交換と行こう。Okay.Da, da, 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 da. Hallo, Fodil. Hallo. Ja, ich glaube, die Wüste ist gefährlich. Ups.Odil. Okay. Oh oh.
Gut zu wissen. Wir legen uns natürlich mit niemandem an. Wo müssen wir hin? Da oben. Da. Gib mir ganz kurz eine Minute, ich bin gleich wieder da. So, bin wieder da und habe mir noch einen Lebkuchen geschnappt. Mm. So. Noch Tag. Nicht, dass gleich schon wieder dunkel ist. Mein Kätzchen. Oh oh. Bei Katzenjagd kann ich nicht. Ja. Wo sollen wir? Sound fehlt noch. Ich würde sagen, es ist irgendwie so still. Wenn man keinen Sound in den Ohren hat. それで、あんなん変。本格的な調査に入る前に何か聞きたいことはあるか。俺もかつての部下から聞いたんだが、この呼び方はある事件から来ているらしい。アール村は昔からずっと精神に異常をきたした学者たちを追放するために教練員が使ってきた場所なんだ。 この村には不思議な現象があるという。アール村について間もない頃、驚愕者は相変わらず狂っていて異常なことばかり話す。だが、しばらくここに留まっているとやがて落ち着くらしいんだ。当初、アール村の人々は驚愕者の受け入れに不満を抱いていた。しかしある夜、事件は起きた。 その夜、アール村でいつもより激しい地震が発生した。家屋が倒壊するのを恐れ、前任の村長が皆を連れて避難しようとした時、ある驚愕者が隅にうずくまり、両手で大地に触れているのを見たらしい。そいつの体はほのかに淡い緑色の光を放ち、夜だったせいもあって、 Grünes Licht. Na, hier irgendeine Magie gewirkt. そしてその夜は、どんなに強い地震が続いても、すべての家屋がまるで地面から生えているかのように一つも倒れなかった。もちろん、死傷者も出なかった。その一件の後、アール村の人々は、 驚愕者によくするようになった。そして彼らをグラマパラと呼ぶようになったんだ。淡い緑の光、驚愕者がアール村を守った。お前はどう思う？だが、ヒナヒダバス。オイラもそう思うぞ。セノ、あの狂った学者たちはアール村でもアーカシャ端末をつけてるのか？
Hat man hier überhaupt Empfang? Kyōrei-in wa karera o kanshi shite iru kara, riron jō wa tsukete iru hazu da. Muron, Aakasha hontai ga karera ni taishite hasshin surukoto wa nai ga. Yappari! Kore de tsujitsuma ga atta na! Dakusha tachi ga kurutta jōtai kara ochitsuita no mo, tabun Nahida ga nagusameta n daro. Nahida ist einfach die Beste. Kümmert sich um alle so brav. ひとつの物語だけで結論を出せるとは。どうやら、お前たちは俺の知らない情報をかなり持っているみたいだな。ぶすん、あれです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 
お前はここの子供だが、お前の言うおじいちゃんは現地のものではないはずだ。Okay. どうしておじいちゃんなどと呼ぶ？おじいちゃんはおじいちゃんだぞ。俺の家族だ。さっきお前らとアンポおじさんの話を聞いたんだ。なあ、俺も連れてってくれよ。一緒におじいちゃんを探しに行きたいんだ。俺も手伝うし、足は引っ張らないから。なるほど。先ほど村長の家の近くで俺たちの会話を盗み聞きしていたのはお前だったか。Wenn uns nicht jemand belauscht oder verfolgt, sind wir es nicht. 盗み聞きしているものに対処しようと思ったんだが、なんとなく相手に敵意がないように感じてな。すごいな。これがマハマトラの嗅覚なのか。でもセノ、相手はまだ子供なんだぞ。おじいちゃんを探したいだけみたいだし、手伝ってやろうぜ。Sind nur die großen Öhrchen. Die können alles hören. So, was ist denn? Nüsse mich gekischt, noch. Hojichan, da doch nie, Lukas, sieht er da gerade. Kommen, sei. Sollte dem uns in die Rade nein, Nara. Kann die Sonne, dann die Kiete mit der Jo. Na komm, gib dir einen Ruck und hilf ihm. Nara, Mase. Kann die Sonne, Jo, Kio, Kakunishio. Machen wir auf zu Candace. Let's go. Ich würde gerade sagen, sehr cool, der Sternenhimmel und dann auch noch die Sternchen da oben. Eine Challenge da nervt. Die leuchtet so rot im Hintergrund, da ist noch ein Sili und da oben war irgendwo auch noch einer. Was man muss. Kugeln einsammeln. Schaffen wir. Hoffe ich. Jeder lag, oder? Bitte da. Die letzten zwei. Oh oh. Wer jetzt? Okay. Wäre wahrscheinlich nicht runtergefallen. Ganz runter. Tada. So. Erledigt. Nehmen wir wieder die Zeit nach vorne, sonst ist es schon wieder die ganze Zeit Nacht. Es ist immer Nacht. Warum ist immer so viel Nacht? So, auf geht's. Da hoch. Ende ist wieder. Auf geht's. Ich meine, wir das erstmal fertig haben. Musik. Lauf und rein ins Haus. Oh. Geht weiter. Seno te hontou ni shinchou nan da na. これがマハマトラか。あら、もうお戻りになったのですか。OK、ケンですかな、あら。確認したいことがある。イザークという子供を知っているか。イザーク。やはりあなた方のもとへ行ったのですね。え、このことを知ってたのか。Candace weiß alles anscheinend. 頑張って隠れていましたが、窓の外で盗み聞きしていたのには気づいていましたから。あの子は本当に祖父を見つけたいと強く思っています。Müssen wir noch einmal zurückspulen und wirklich schauen, ob jemand an den Fenstern? Kann man durch die Fenster schauen? イザークの両親はエルマイト旅団のメンバーで、シティに行ってからというもの、村へ戻っていません。ずっとあの子の祖父が世話をしてきたのです。
Das ist der Opa, der echte Opa. Schikashi, 残念 ながら, 何年と経たずして、ah, okay. あの子の祖父は亡くなってしまいました。当時あの子はまだ幼く、アール村の住民が交代で世話をしてくれたので、無事に育ってはくれたのですが。Doch nicht. Du musst ein Ersatzopa sein. その後、年老いた教学者がここへやってきました。イザークはその学者が祖父にとても似ていると思ったようで、よく覗きに行っていたのです。しかし彼は精神に異常をきたしており、いつもわけのわからないことばかり口にしていました。イザークも怖く思ったのか、口ではおじいちゃんと呼んでも安易に近づこうとはしませんでした。ですがある夏の夜、いつもブツブツ言って変な動きをしていたはずのおじいちゃんが急に静かになり、遠くに隠れているイザークに気づいたのです。おじいちゃんはイザークのそばに行って頭を撫でました。そしてあの子を村の入り口まで連れて行き、星を一つ一つ数え、見分ける方法を教えたのです。Oh, lieb. そしてイザークに寄り添い、あの子が眠りにつくまで付き添っていました。次の日の朝、目が覚めたイザークはおじいちゃんを探しに行きましたが、彼はイザークを覚えていませんでした。しかし、おじいちゃんの表情は依然として落ち着いていました。Okay. Erst ist eine Geschichte schön und dann wird sie gleich wieder traurig. そこには狂気のかけらなどみじんもなく、まるで自分の世界に浸り、無憂しているかのように落ち着いていたそうです。Hat doch sicher wieder irgendjemand rumgefuscht mit den Leuten. イザークはおじいちゃんが少しでも正気を取り戻したことを心から喜び、毎日嬉しそうにつきまとうようになりました。おじよくわからないけど、ちょっと悲しいぞ。そうかもしれませんね。砂漠で生活しているものは多かれ少なかれ皆困難を抱えています。しかしそれでも我々は生き続ける。Also erzähl mir von deiner Vergangenheit。私もそのために戦い、ここを守っています。Endes erzähl mir mehr über deine Vergangenheit. Er ist ja nicht dumm. 確かに。人々はいい神に恵まれてるのかもしれない。Die Erkenntnis jetzt irgendwie. Sie war hier die ganze Zeit da. Und ich hab's nie erkannt. Aber. Ah! Raimunds Augen fallen gleich raus. Ja, nan demo nai. Isaac ga yakusok dori asho hipparanai de ite kurel nara, tsurete itte mo ii daro. Yay! Anata wa watashi ga omotte ita yori mo zutto, jou no aru kata nano kamoshiremasen ne.イザークの代わりにお礼を言わせてください、セノさん。なんか。お。Werden wir hin teleportiert? おい、イザーク。イザーク。来たんだね。全部聞いてきたぞ。一緒におじいちゃんを探しに行こう。Wir werden ihn finden。本当？ありがとう。まずは付近の現地民に事情を聞こう。Hören wir uns mal um。お。Okay, jetzt haben wir Chapter 3, Akt 3 fertig. Weg! Elk. Dem. Jetzt interessiert mich. Ich will nur kurz schauen. Yes. Perfekt. Also, ich kann die Bounties und so dann machen. Yes!
Lass mal einen Lurk da. Hallo Sayoku, wie geht's dir? Danke fürs Vorbeilurken. Da wollte ich hin. Hoppla. Nur nicht in die Fackel rein. Shanira, hallo. Danke für den Raid und willkommen. Hallo, magischer Tag. Moin. Willkommen. Wie geht's euch? Oh mein Gott, ich hab's endlich geschafft. Level 2. Danke, mir geht's auch gut. Freut mich, dass ihr da seid. Was habt ihr Schönes gemacht? Oh. Ja gut, das werden wir uns dann mal in Ruhe anschauen. Mir geht's gut, das höre ich gerne. Bisschen abgehangen bei EBD. Dead by Daylight. Ich muss mir mal überlegen, die Abkürzung so. Hä? Ja. Na gut, es ist Oktober, da passt das sehr gut. Weil das Halloween. Cool, cool. Sollen wir die Bounties gleich ausprobieren? Das nehme ich auch gleich an. Oh, endlich habe ich das freigeschaltet. Unglaublich. Wer nicht mehr dran glaubt. Noch irgendwas? So, den Reward muss ich mir noch abholen. Hast du bei Genshin noch nicht schon alles? Gefühlt spielst du das jeden Tag. Ja, ich spiele es jeden Tag und ich habe noch nicht annähernd alles. Ich habe noch so viel zu tun. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles machen soll. Es sind noch so viele Quests offen und es gibt noch so viel zu suchen. 80%, 73, 57 und wenn wir dann hier hingehen, 15, 46, 31, sind noch so viele Quests, die ich noch offen habe. Ich habe noch 3 Story-Quests, die Hangout-Events, die ich noch nicht gemacht habe. Oh. Story-World-Quests. Das ist so unendlich viel zu tun, gefühlt. Ich selber habe nicht alles, haben ja Zeit. Das Gute ist, für die meisten Sachen hat man Zeit, nur die Events muss man immer machen, bevor sie ablaufen. Aber ja, es gibt noch viel zu tun. Selbst wenn man jeden Tag spielt. Cool. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich hin muss. So, Bounty. Elektro-Damage natürlich. Dann wechsle ich meine Party. Immer wieder mit Ito spielen. Meine Geo-Gruppe. Noch Leute leveln. Items sammeln. Sehr gut. Wo ist der Gegner? Ah, da. Was für ein tödlicher Winter. Lange nicht mehr mitgespielt.
Ich vergaß schon wieder, wie stark Ito ist. Oh. Ein Spaß. Okay, das ging schnell. Da. Angezoomt an die Karte, deswegen. Wo bin ich überhaupt? Ein bisschen weiter. Für Übersicht habe. Ah, da wollte ich zum anderen Teleporter. So, weiter geht's. Zack. Oh, jetzt kann ich endlich die Reputation-Sachen machen. Unglaublich. Gefühlt liege ich 4 Wochen hinter allen anderen zurück. So, keine Hydro-Damage. Animal Resistance decreased. Let's go. Wohin? Da oben? Okay. Animal. Ein Team kann ich sogar noch einstellen. Das berühmt und berüchtigte. Die berühmt und berüchtigte Schau-Einsatz. Hoppla, hoppla. Soll ich noch bestätigen? Ja. Let's go. Ihm schau. Jetzt habe ich alle meine wichtigsten Teams hingestellt. So. So. Ah, da unten. Die Pilzchen sind's. Zack. Pilze sind ja fast schon ein bisschen traurig. Dann ist er gleich weg. Da lohnt sich gar nicht viel machen. War schon. Noch nicht mal angestrengt. Also habe ich das Gefühl, die Gegner in Sumeru sind einfacher als in Inazuma. Da muss ich hin. Ich merke es mir nie. Furchtbar. Orientierung wie, weiß ich nicht. Keine gute. Zack. Defendi. Tada. Sehr gut. Wieder keine Elektro-Damage. All-Arm-Wielding Characters. Ich gleich das Team lassen. Macht Raiden Shogun hier nicht. Oh! Eigentlich schon, ja, aber. Nicht so viel Unterschied, wenn sie keinen Damage machen. Gut. Wo ist jetzt Bounty da?
Leicht verwirrt wie immer. Oh, da ist noch ein Schrein. Noch ein Schlüssel übrig. Yes. Öffne dich, kleiner Schrein. Gib mir deine Belohnungen. Sehr gut. Talentbücher. Und Primus auch noch. Fällt mir ein, ich habe eine Chief. Die Baupläne. Ratarata. So, oh, geht's denn los? Wo ist mein Ziel? Da drüben? Wieder so einer. Und ich kann gleich. Die Gegner sind wirklich einfacher gefühlt. Auch okay. Oh, fiese Truppenkonstellation. Ich bin ja relativ glücklich, was für Artefakte ich letztendlich für Schau bekommen habe. Du noch her. Wer jetzt noch her? Irgendwo versteckt wahrscheinlich in den Häuschen. Meine Items lasse ich nicht zurück. Ja. Zack. Gut. Wieder was erledigt. Die Reputation-Dinger machen. Dank. Und irgendwann möchte ich gerne auch den Kompass haben. Die Flügel. Hallo. Ja, mit der Belohnung. Tada. Sehr gut, 370. 500. So, dann machen wir jetzt noch die Quests. Wie sind das? Ich glaube die drei. Oder? Weil ich so viele. Viele Quests hatte. Welche sind die richtigen? So. Ja, war Nani, Arina und Jahan. Okay. Was für ein Quest? Irgendeins, wo man Primus auch für bekommt. Gut. Gleich da oben. Perfekt. Kann mehr. Ah. Äpfel braucht die. Dann. Wenn das alles ist. Ja. Quest Nummer 1. Nein, nicht die Lotusse. Der Plural von Lotus. Gibt es das überhaupt? Dahin teleportieren am besten. Unten. Zack.
Arena. Nein. Dann brauche ich die nicht mehr, aber trotzdem. Ja, fies. Nachher will jemand noch Skarabäus haben. Skarabäen. Bin fies. Macht man nicht alles für die Reputation-Erfahrung. So, letztes noch. Tada. Zucker, na, das ist Gott sei Dank einfach. Ja, auch hier? Alle hier in der Stadt? Okay. Aufpassen, den Hüpf. Da. Hallo. Zucker, Zuckerlieferung. Bitte sehr. Cool. Habe ich wieder genug für eine Belohnung? Leider nicht. Aber die Möbelstücke haben wir bekommen. Gut. Machen wir gleich mal rein, wenn wir was Neues zum Bauen haben. Tada! Ja, Karten spielen. Bin schon so gespannt auf das Kartenspiel, wenn sie das dann einführen. Jo, hallöchen, Guarana. Wie geht's dir? Da. Bauen wollten wir. Gott sei Dank. Recht viel Holz. Ein Regal. So. Erledigt. Bin leicht erkältet, habe einen Schnupfen, aber sonst geht's gut. Oh weh. Das hatte ich auch erst. Schnupfen. Gott sei Dank. Jetzt wieder weg. Aber gute Besserung auf jeden Fall. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm. Komm ich schon aufs Bauen dann. Soweit ist. So. いくぞ。 So viele Waffen gelevelt, ich brauche jetzt wieder neue Kristalle. Ich habe zwar noch über 4000, aber man will ja trotzdem auf Nummer sicher gehen. Oh, gibt's wieder Materialien, die ich noch brauche. So, mehr kann ich eh nicht machen heute. Nicht schlimm, ich trinke einfach Tee, dann wird das schon. Ich verbrate gerade mal wieder mein zerbrechliches Harz. Okay, für was Artefakte? Oder was machst du? Was farmst du Schönes? Bosse tatsächlich, okay. Irgendwas Spezielles, oder? Bald sind wir wieder Level 30. Sehr cool. Ein bisschen Geld zurück. Elektroblume, Dendropilzvieh und Eondrache. Okay. Elektroblume muss ich zurzeit nicht machen, außer ich bekomme zufällig irgendwann Dori.
Dendropilzvieh muss ich auch nicht mehr machen. Die habe ich auch alle schon fertig gelevelt. Gott sei Dank sind die alle nicht so schwer und die haben nicht so viel. Die dauern nicht so lange. Einfach. Auch schon wieder 85. Dann auch überlegen, was ich heute mache. Was gibt's heute für Bücher? Doch keinen schweren Overworld-Boss. Na, schwer nicht, aber manche sind ein bisschen mühsam. Der Golden Wolf Lord, wenn er dann herumfliegt stundenlang und meine, ja, diesen komischen Wirbelsturm macht, wenn man ihn nicht angreifen kann. Achso, du bist so stark, dass du ihn vorher platt machst. Das hat gefühlt alles ein bisschen lange gedauert, als ich für Ido und Goro damals gefarmt habe. Hat fliegen, natürlich, der fliegt die ganze Zeit. Der kommt ja runtergeflogen am Anfang. Ja. Fliegt doch die ganze Zeit herum und nervt. Der ist auch direkt tot, wenn er einmal angegriffen hat. Bei mir nicht. Bei mir hat das immer gedauert. Ich mache jetzt nicht. Keine Lust. Ich bin fertig damit. So. Eigentlich können wir uns hier noch ein bisschen umschauen. Story weitermachen lohnt sich jetzt fast nicht mehr. Also ich habe mir damals auf jeden Fall ziemlich schwer getan. Damit. Irgendwo war irgendwo noch ein Sealy oben. Und unten war auch noch irgendwo ein Sealy. Fällt mir ein, ich war noch nie da ganz unten. Wehe Geld. Naja, ich habe auch eine Yula, die casual ohne Stacks 300.000 Q-Damage macht. Also ist klar, dass da Bosse schnell weg sind. Na dann. Im Wasser kann man nicht zufällig raus teleportieren, nein. Die Yula. Siehst du, und dann gibt es mich, die noch nicht mal ansatzweise 300.000 Damage jemals gemacht hat. Hinter dem Wasserfall ist nichts. Hey, da kann man angeln. Stimmt, ich muss eh noch angeln. Da war ja noch was mit dem Bogen. Ach du Gott.
habe in dem Abyss meinen Damage-Rekord gebrochen. War vorher auf 896.000 Damage, jetzt sind es 995. Highest Crit Damage ever. 1000 on top rausgehauen. Weiß nicht. Mein höchstes war, was war das? 180.000? Was ich mal mit Chao mit einem Crit im Bounty geschafft habe. Oh. Extra Plunging Damage war. Ich bin zu schwach und zu blöd für sowas. Ja gut, Bounty sind da auch gut für. Ist doch nicht blöd. Ja, anscheinend schon. Oder ich lege nicht so viel Wert darauf, dass ich so viel Damage mache. Meine wirklich starken Charaktere sind eher die, die nicht auf einmal so viel Damage machen, sondern mehrmals hintereinander mittel viel Damage. Zumindest die, die halbwegs gelevelt sind, so wie Shao, Ayato und so. Ito ist relativ stark. Ito. Die machen nicht einmal so einmal wusch, sondern mehrmals wusch, 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 wusch. So. Wollen wir die auch, damit sie weg sind. Ja gut, meine Yula macht einmal wusch, aber dann auch 25.000 Auto-Hits. Ja, aber ich mag Yula einfach nicht. Was soll ich machen? Langsam kriegt sie sich ja ein bisschen ein, storytechnisch. Ihr Story-Quest war so. Oh. Komm nicht mit ihrem Charakter klar. Gestern ein Video gesehen zu einem neuen Hu Tao-Bild, den probiere ich die Tage mal aus. Okay. Was muss man da machen? Meine Hu Tao verstaubt nur. Wilde Dream auf Hu Tao. Okay. Kann eh gut funktionieren. Four Piece Set, okay. Ich weiß gar nicht mehr, was der Four Piece macht. Nein, zu kurz. Ach, noch ein Stückchen weiter. Webda-Fisch. Bist so weit weg. Komm zurück. Dreh dich um. Hier ist der Köder. Komm, gib alles. So. Nein, nicht abdrehen. Ich glaube, ich muss auf die andere Seite gehen, sonst fange ich den nicht. Praktisch. Mal wieder welche von den Ködern machen. Ah ja, 14 Attack für jeden Schaden im Team, derselbe Element hat und 50 Elemente Mastery. Stimmt, ich erinnere mich wieder. Da war was. Auf jedem
Pyro DPS eigentlich ziemlich gut. Jupp. Tag oder war Nacht, als wir geangelt haben? Ich glaube, wir haben schon alles geangelt. Gut, wir kamen von dort drüben. Vielleicht nicht noch ein. Damit ich mir irgendwann noch mal den Fischbogen holen kann. Einfach nur der Komplettheit halber. Praktisch. Die Dinger sind so super. Jetzt schon wieder los. So, bin wieder da. Lauter Panik im Hintergrund heute. So, den Fischbögen hätten sie ruhig stärker machen können. Hätten sie, haben sie leider nicht. Hoppla. Ich will ihn trotzdem haben. Das ist der Sili, den ich gesucht habe. Sili! Alles sammeln. Hey, was ist los? Ah, ah, das ist das Ziel. Ah, ich runterhüpfen. Wer wohnt da unten? Wenn da rein? Nein. Dann nicht. Komme ich da jetzt gut hoch? Nicht. Ah, nicht. Doch. Einfach um die Ecke schummeln. Wir sind schon am Ziel. Yay! Jetzt geht's daher. Wir brauchen die Primus. Sehr gut, war da nicht irgendwo noch ein Ziel hier oben? Habt ihr nicht irgendwo in einer Cutscene gesehen? Finde ich praktisch. Ein Dendrokulus. Sicher da oben, oder? Nein, da unten. Ach, direkt drauf losfliegen. Ein Turm. Sieht irgendwie verdächtig aus. Okay. Hallo, Nawaz. Scarabs! Ja. Where are you? Das ist eine gute Frage. Ich bin schon wieder zu 100% überall durch. Was machst du? The coolest shells, the coolest patterns, and they shine the coolest gold under the sun. Na, der ist ja begeistert. Ich kann die Käfer nicht mehr sehen. Dann erzähl mehr über King Deshret. Ja, war doch nur Content für 2,5 Tage.
komplette Tage oder? Wahnsinn. Do those gods just not get along or something? Wenn es so einfach wäre. Animal friends, sheep, wolves and... Was? Der gibt einen Käfer? Nein, jetzt brauch vier Stück. Hätte ich mir sparen können zu sammeln. Pff. Komplette Tage ohne Schlaf. Na, siehst du? Ich habe geschlafen. Und Käfer gesammelt. Vergemni. Ich habe Story und Achievements crushed und 100%. Auf der einen Seite bewundere ich das, auf der anderen Seite denke ich mir, warum? Nein! Aufzug wollte mich nicht. Ein geheimer Eingang. Ich suche immer die geheimen Eingänge hinter den Wasserfällen. Hier sind anscheinend nur ein geheimer Slime. Der mich natürlich gleich eingefroren hat. Sauerei. Bin aber jetzt auch auf 781 von 850 Achievements. Nicht schlecht. Können die Achievements sehen? Wieder im Profil, oder? Ich bin auf 610. Yay! Naja, kommt irgendwann noch. Vielleicht. Kaseo. Geht's da rein? Ja, da ist nichts. Gut, jetzt bin ich wieder hier. Fahren wir einmal mit dem Aufzug hoch. Viele Hidden Achievements offen. Jupp. Hidden und unhidden. Von den alten habe ich eh vieles auf 100% gebracht. Also die Sachen, die ich halt noch nicht geschafft habe. Sind mehr die neueren Sachen, die ich jetzt noch nicht fertig habe. Fahren wir mal hoch. Jetzt fährt er runter. Okay. Nach oben und nach unten. Irgendwas leuchtet. Er fährt aber ganz weit runter. Der Metallexperte war ätzend. Das stimmt allerdings. Teilweise so mühsam. So. Manche, da musst du genau die richtigen Gegner finden, am besten halt die Slimes und dann genau gleichzeitig alle mit halt einer bestimmten Dings um Splatten. Naja, fehlt mir da noch komplett Super Conduct. Cool, Dinger. Hey, da bin ich aber immerhin mal auf 8 von 10. Ist noch das Neue dazugekommen. Blumen. Virgin.
bekommt man aber in Abyss Floor 1 relativ gut hin. Hm. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Was? Active Camouflage? Was? Weiß gar nicht, das habe ich eh erst vor ein paar Tagen gemacht. Da habe ich irgendwelche Teamkombinationen ausprobiert. War glaube ich irgendwie halb am Abnippeln und irgendwann ist das gekommen. Mit Ultra Ätzen zu bekommen. So. Nein, warte, wir sind noch immer nicht ganz oben. Hat er mich reingelegt, der Aufzug. Ich wollte ganz nach oben. Zack. Mal ruf. Noch zwei Kätzchen beisammen. Tschüss. Oh. Habe ich die eine verjagt? Wie hin? Ich hoffe, die ist nicht runtergefallen. Ich habe Geld gefunden. Ich sind wir wieder beim Teleporter. Oben ist sicher auch noch was. Wie kommt man da am besten hoch? Seite. Wenn wir schon mal hier sind, dann schauen wir uns gleich um. Auch eine Challenge. Yay, Dendro-Crystal-Flies. Oh, von da müsste man ganz gut hochklettern können. Ist so aus. Jetzt sollte ich das wirklich mal ausprobieren, dass ich die restlichen... Oh, oh. So steil, Tatsache. Sieht man immer von oben nicht. Von unten nicht, wie steil das ist an manchen Stellen. Schaffst das? Ich glaube an dich, schau. Immer wieder typisch. Es fehlen drei Bossteile und es werden zwei gedroppt. Immer. Das ist normal. Jedes Mal. Oh. Da kommt, gibt alles. Kann doch nicht sein. Und dann nicht hochkommt. Irgend so ein Teleporter-Dingsel. Und sich hier hoch teleportern kann. Voll fies. Das sieht relativ flach aus. Zumindest von unten mal. Ich bin gerade ziemlich am Überlegen, was ich mit meinen Primus machen soll. Welchen Charakter ich mir als nächstes hole. Oder ob ich warten soll. Ich bin mir so unschlüssig, was ich am besten machen soll. Also Nahida werde ich mir auf jeden Fall holen. Aber es dauert ja noch ein bisschen, bis sie kommt. Eigentlich wollte ich auch Nilo haben. Aber jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Und da habe ich zeitweise überlegt, ob ich mir vielleicht Albedo holen soll. Aber da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Soll ich einfach sparen weiter und mir dann Nahida und dann die nächsten Charaktere holen? Die anderen haben mich gesehen. Ja, mit dem Fleisch.
doch einfach Pokémon God Catch Them All. Ja, das würde ich gerne, aber dafür reichen die Primos dann doch leider nicht aus. Ein bisschen planen muss man schon. Die Möglichkeit hätte, würde ich mir schon alle holen. Nichts. Ah. Hm, ist da noch einer? Da hinten. Gleich gesehen. Ja, du catchst vor. Ach ja. Da, 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 da. Davon, man kann Charaktere einfach mit Pokebällen fangen. Oder da unten? Dann da unten. Aua! Kore wa mukui nano ka? Wie konnten sie nur? Hast du das Jahr eigentlich noch Geburtstag? Ja, im Dezember. Am 6. Vor 2 Jahren habe ich so ein Lied zum Geburtstag bekommen. Die haben mir trotzdem meinen Schau getötet. Schweine. Schnüff. Also bist du 82er Jahrgang. Jupp, das ist richtig. Woher weißt du das? Das ist 1 und 1 zusammengerechnet. Weil ich geschrieben habe, dass ich 39 bin. So, Rache den Pilzen. Ja, weg mit euch. Ups. Hallo. Gut, Dendrokulus haben wir. Ja, da. Wo müssen wir da ganz hoch? Wo sind wir überhaupt? Ich habe voll die Übersicht verloren. Ah, da oben war ich eh schon. Aber irgendwo war noch die eine Challenge. Wo war denn das? Orientierung. Wenn ich in deinem Alter bin, will ich auch noch so einen Spaß an Games haben. So sollte der Spaß weggehen, nur weil man älter wird. Verstehe ich nie. Aber ich nehme das mal als Kompliment auf, irgendwie, weiß ich nicht. Man ändert seine Interessen. Weiß ich nicht. So viel hat sich nicht geändert. Vielleicht. Nein, eigentlich hat sich gar nicht so viel geändert. Es gibt jetzt nur andere Spiele im Gegensatz zu früher. Komm her, hau dich. Und so. Komm ein bisschen näher. Komm ein bisschen näher. An der Schwanzspitze getroffen. Nein, aber wenn ich ehrlich bin, wie gesagt. Ich kann mir das immer nicht so vorstellen, weil es gibt so, ich habe so von einigen Leuten gehört, so, ja,
wenn ich dann mal 30 bin, dann verkaufe ich all meine Konsolen und alles, bla 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 oder so. Ja, alles nur Kinderkram und keine Ahnung. Warum nicht? Ich bin damit groß geworden. Das ist ein Großteil meiner Kindheit gewesen. Und meiner Jugend und meiner Dazwischenzeit. Konsolen braucht man ja auch nicht. Es gibt ja Emulatoren. Auch wieder was. Und im Notfall kann man immer am Handy spielen. Oder wie? Oh, steht euch vor, ein Gänchen am Handy. Oh. Hey, wir sind ganz weit oben. Ich glaube, hier ist nichts mehr zum Holen. Da noch irgendwo was ist zum Holen. Trauriger Elektrokristall. Katzen machen die ganze Zeit Randale da im Hintergrund. Das ist unglaublich. Ah, Babys auf dem Handy machen, das ist immer Pain, wenn man irgendwie mal ein bis zwei Tage nicht an den PC kommt. Das stimmt, ich erinnere mich noch an den Urlaub. Ich war nicht so lange weg, aber die 4 Tage, die Dailies am Handy machen, war... Und dann war sowas mit... Dann war dieses eine Quest mit Elektropartikel einsammeln in Watatsumi Island. Ich war schon kurz davor, so, ich schaff das nicht, ich gebe auf, ich verzichte auf die Primus heute, es geht einfach nicht. Aber irgendwie habe ich es dann Gott sei Dank doch geschafft. Da war die Challenge. Habe ich mir doch richtig gemerkt, dass die irgendwo hier ist. Tada! Ich bin ja froh, dass Gen das zum Thema Partikel sammeln einmal voll dran vorbei. Gelaufen? Fantastisch. Warte, wir fangen nochmal von vorne an. So, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Achso. Ich bin ja froh, dass das Genshin halbwegs ordentlich auf meinem PC läuft. Immerhin. Hoch mit dir. Wie viele fehlen noch? 2 Stück? Sind die? Ja, nur noch 15 Sekunden. Lauf, schau. Cool, wieder was erledigt. Wie schaut's aus? Ha, fast 22.000, sehr gut. Es wird, es wird. Wen auch immer ich haben möchte, der nächste Charakter ist fix. Das ist immer ein gutes Gefühl. Jetzt bin ich wieder hier. Okay. Ich habe einen echt guten High-End-Rechner zu Hause stehen. Also Genshin könnte den selbst, wenn es das wollte, nicht in die Knie zwingen. Das ist gut. Mein PC ist mau und die Grafikkarte ist... Boah, das ist das große Problem. War jetzt eigentlich unnötig, aber... Was machen die da? Party. Voll im Weg. Mein nächster Charakter wird hoffentlich Tignadi oder Nilo. Muss ich auch nur noch Omen-Drachen farmen, bis ich 92 Teile habe. Na dann, viel Spaß dabei.
Ich habe ja eigentlich auch gedacht, ich will Nilo haben. Echt nicht sicher. Außerdem habe ich kein Schwert übrig. Na, schauen wir mal. Hey, das ist eine Schatzkiste. Und sie bekommt ihr Schwert. Kann ich mir leider nicht leisten. Für Waffen ist sind leider keine Primus mehr drin. 37.000 Primus, na, das ist praktisch. Ui, was geht da ab? Der ist im Sand. Der kommt nicht raus. Gilt der andere gar nicht für die Schatzkiste? Ist einfach nur so da? Zack. Okay. Hoppla, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Ich korrigiere 38.212 Puls. Nicht schlecht. Na dann ist das Schwert auch drin. Sehr, sehr cool. Na, ich überlege noch. Ich werde es mal ausprobieren, mal abwarten, was die Leute sagen. Was man so mit dir machen kann und welches die besten Partys sind und so. Und dann schauen wir mal weiter. Da unten ist noch eine Schatzkiste. So, explodiert alles. Ah. So. Vor allem kommt noch was dazu, bis Nilo dann da ist. Naja, eine Woche hast du noch Zeit. Deine habe ich ja auch gezogen, obwohl ich ihn nicht spielen werde. Okay. Aber er ist cool. Der macht schon Spaß. Ja. Wenn wir dann noch mehr Dendro-Charaktere bekommen, ist sicher cool. Ich spiele nämlich Pokémon in Genshin. Mehr Off-Field Dendro wird benötigt. Ja, genau das. Ja, ich bin gespannt, wie Nahida dann wird. So, wo ist da noch einer? Da. Zack. Zack und weg. Ich hätte gerne einen Ching-Chiu für jedes Element. Das wäre super. Stell dir vor. Voll praktisch. Aber sie sind ein bisschen vorsichtiger geworden mit den Support-Charakteren. Dass sie nicht zu überstark sind. Mal umschauen, ob ich noch irgendwas sehe. Ja. Schatzkistenmäßig. Was machen die da unten? Eine Party. Gehen da und bereden irgendwas. Ja, leider.
Und seit Hu Tao kommen auch nur Ayaka raus, die zu stark ist. So als Main DPS Schaß. Okay, wollte gerade sagen, weil so, was ich gesehen habe und gehört habe, ist Yelan auch super, super, super mega stark. Deswegen, wenn Yelan irgendwann mal kommt. Okay, noch eine Seite gefunden. Eine grüne Schatzkiste? Hey, cool. Möbel! Möbel! Jenan ist Xingxiu aber mit doppeltem Schaden. Deswegen! Eine grüne Schatzkiste, yay! Sieh auf. Was ich Cooles bekommen. Oh, ein neues Haus. Coole Sache. So, da bin ich am Wirbelsturm. Dann Sturm dazu nahe dran. Naja, schauen wir mal, wer der nächste super starke Mega-Charakter wird. Ob noch einer kommt. Machen die da, die stehen auch nur herum. In der Wüste. Macht ihr hier Schönes? Hat ihn in der Wüste. Immer her mit dem. Tada! Ah, tatsächlich ein paar Schatzkisten heute gefunden. Was will man mehr? Und wie weit bin ich? 37, 15, 46. Naja, wahrscheinlich wird im Untergrund noch einiges sein. So. Basti ist cool. Hallo Basti, wie geht's dir? Willkommen. Bin am Überlegen, was ich heute Abend esse. Was gibt's denn zur Auswahl? Schatzkiste, nix wie hin. Ja, mir geht's gut und selber. Danke, mir geht's auch super. Bei mir gibt's übrigens auch bald Essen. Bisschen Hunger jetzt. Blöde Frage, was macht der Hilichurl da oben? Oh. Ich verstehe. Was der Hilichurl da oben macht. Sein Labyrinth? Oh, ein Aufgang. Auf der anderen Seite. Ah, da geht's hoch. Ecke. Hilfe! Jetzt bin ich gleich beim Hilichurl. Ja, da kann man noch stehen. Wo weh? Hilfe, wo bin ich gelandet? Ah. Runter. Yay! Ich hab's geschafft! Ah. So. Pizza Schlemmerfilet von Iglo. Instant Nudeln mit Hühnchenbrustfilet, Nudeln mit Tomatensauce. Das ist die Auswahl. Okay. Okay. Gibt es irgendwas, worauf du Hunger hast? Das ist alles ziemlich unterschiedlich, muss ich jetzt sagen. Ich würde wahrscheinlich am ehesten das Schlemmerfilet essen.
Aber ich hatte heute schon einmal Fisch. Oh, ich wollte das. Da. Yay, Geld. So. Ich weiß nur gerade nicht, was ich in Genshin machen soll, weil mir das ganze Team nur 100 bis 1400 Schaden macht und ich bin Rang 23. Davon los. Rang 23, okay. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, wie es damals war, als ich Adventure Rank 23 hatte. Das ist schon ziemlich lange her. Deswegen kann ich dir nicht sagen, ob das stark oder schwach ist für das. Mit 45, ja. Mich echt nicht mehr erinnern, wie das früher war. Früher, als ich noch jung war. Ich weiß noch, wie ich mich gefreut habe, als ich das erste Mal über 1000 Damage gemacht habe. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ehrlich bin. Aber ich habe mir ganz, ganz alte Videos mal angeschaut und da war ich erstmal war ich total fertig mit den Nerven, weil ich gesehen habe, wie schlecht ich gespielt habe, mit was für Teamkombination ich gespielt habe. Und ja, was ich überhaupt gemacht habe. Aber ja, war so niedlich so. 50 Damage, damals 2020, ja genau das. Oh, die ganz ersten, ich muss mir nochmal die ganz ersten Videos anschauen. Ein Spaß für die gesamte Familie. Irgendein uralten Event anschauen oder so. Ach, ein Spaß. Wenn das schön ist. Schade, dass ich damals meine Videos noch nicht kommentiert habe. Das wäre sicher lustig gewesen. So. Oh, was ist das für ein Drache? Und wer ist das beim Drachen? Ach, lustig. Also, wem Fahrt ist? Meine Genshin Impact Playlist. 481 Videos. Von 2020 bis jetzt. Oh mein Gott. Ein Spaß. Oh, hoppla. Gut. Nein, wir haben jetzt ein Stück. Jetzt stürzt alles ab, weil ich YouTube im Hintergrund geöffnet habe. Okay. Geht das Video weiter? Mein Team ist zu groß. Barbara, Fischl und Bennett, alle auf Level 40, nur Barbara auf Level 28. Okay. Damit kann man auf jeden Fall schon mal was machen. Ich habe furchtbare Teams gemacht. Damals. Wenn ich überlege, wen hatte ich denn im Team dann? Ich glaube, eine Zeit lang hatte ich dann Noel, Barbara, Klee und Kijing im Team und solche Kombinationen. So. Na gut, man hatte nichts anderes. Aber ist halt so. Noch schön. So das Haus. Desert Haus. Cool. Aber ja, irgendwann muss ich mir mal meine alten YouTube-Videos anschauen.
Falls jemand Lust hat, meine alten YouTube-Videos anzuschauen, die sind allerdings unkommentiert. Das ist mein Channel. Da sind alle meine Genshin-Streams drauf. Von Anfang an. 481 Videos für jeden, der so viel Zeit hat. Und Lust hat. Spaß. Ich spare jetzt auf Saino, weil wenn ich ihn kriege, dann vielleicht Kuki Sayo oder die andere. Candice. Dann hört man ja deine wundervolle Stimme gar nicht, wenn das unkommentiert ist. Ja, damals habe ich habe die ersten anderthalb Jahre ohne Mikro und alles gestreamt. Ich glaube, mit Mikro habe ich angefangen. Ich glaube, mein erstes Video mit Mikro war das Video, wo Ayato dazugekommen ist. Müsste es gewesen sein. Ich glaube, da habe ich mit Mikro gestreamt und dann ab Juni. Seitdem habe ich den VTuber. Mal das hier schauen. Da, Ayato. Vor 5 Monaten. Also seit 5 Monaten. Was? Ist das so ein Boomer-Ding ohne Mikro-Stream? Du, ich habe das eigentlich nur gemacht, weil ich eigentlich die Story-Sequenzen und die Events aufnehmen wollte für mich selber zum Nachschauen. Nur deswegen habe ich gestreamt überhaupt. Und irgendwann bin ich drauf gekommen. Naja, eigentlich kann ich es ja auch mit Mikro versuchen. Dann ist mein VTuber noch dazu gekommen. Ach so. Ja. So ist das entstanden. Mein Problem ist, dass ich immer alles vergesse, storytechnisch, was mal passiert ist. Ich habe gedacht, ja, dann könnte ich das immer nachschauen. Wie gesagt, die meisten alten Videos haben gar keine Views, bis auf ein paar. Lustig, all die alten Events kann man sich nochmal anschauen, die es jetzt nicht mehr gibt. Naja, falls mir mal Fahrt sein sollte, was mir nicht ist. So, aber jetzt werde ich mich dann langsam für heute oder für jetzt mal verabschieden, weil ich möchte jetzt mal Abendessen. Und vielleicht schaue ich am Abend nochmal vorbei. Dann vielleicht so gegen 21 Uhr und ich habe Lust, mal wieder eine Runde Slime Rancher zu spielen. Ich habe jetzt so viel Genshin gespielt. Auch eine kleine Genshin-Pause mal wieder. Ja. Na gut, auf jeden Fall danke an euch alle fürs Zuschauen, Zuhören und Plaudern. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr wieder reinschauen. Wie gesagt, heute am Abend schaue ich nochmal vorbei und spiele eine Runde Slime Rancher. Habe ich zumindest Lust drauf. Und vielleicht am Wochenende. Weiß ich noch nicht, wann ich online komme, aber ich schaue vielleicht vorbei, dass ich ein bisschen die Story noch weitermache. Aber immerhin bin ich ein bisschen weitergekommen heute. Yes, Story und Bounties und Requests endlich Reputation freigeschaltet. Yes. Und ein paar Schätze gefunden. Gott sei Dank. Passt. Ja, dann ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schauen wir mal, wer online ist. Da 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 da. Passt. Schönen Abend euch auf jeden Fall. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao. 場の雰囲気を和らげたい時があるんだが、どんなジョークで人が笑うのか、俺には分からないんだ。